Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Valerie Cholodow aus Hannover. Sie ist in Kasachstan geboren. Als Siebenjährige kam sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester als Spätaussiedlerin nach Deutschland. Valerie erzählt von ihrer glücklichen Kindheit als Tochter einer russlanddeutschen Familie in Kasachstan. Von der guten Dorfgemeinschaft über alle ethnischen Grenzen hinweg. Das Ankommen in Deutschland war vor allem für ihre Eltern nicht so einfach. Deren berufliche Qualifikationen wurden nicht anerkannt. Das war damals bei vielen Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion so. Valerie lernte schnell Deutsch, war in der Schule erfolgreich, obwohl ihr da einige Steine in den Weg gelegt wurden. Während ihres Studiums engagierte sie sich ehrenamtlich in der Jugendorganisation der Landsmannschaft der Russlanddeutschen. Den Jugendlichen geht es vor allem um politische Teilhabe und interkulturellen Austausch. Inzwischen hat Valerie in kurzer Zeit Karriere gemacht bei einer Unternehmensberatung, wo sie ein internationales Team leitet. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Valerie Cholodow. Schön, dass du da bist. Hallo. Valerie, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein Frage-Antwort-Spiel. Okay. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich mag tatsächlich Pelmeni. Pelmeni, kannst du das ein bisschen erklären? Genau, das sind tatsächlich ist ein russisches Gericht, sind Teigtaschen, ähnlich wie Tortellinis, gefüllt mit Hackfleisch. Und die kocht man und isst man dann mit unterschiedlichen Soßen. Genau. Klingt sehr, sehr schmackhaft, finde ich. Was ist dein Lieblingswort? Muss ich einmal kurz überlegen, weil tatsächlich so ein Lieblingswort habe ich nicht. Ich glaube eher ein Wort, was ich wichtig finde in der Gesellschaft, ist einfach mal Danke. Ich glaube, wir könnten häufiger mal Danke gegenseitig sagen. Mhm. Ich habe das tatsächlich in Kanada damals gelernt. Mhm. Ich war für ein halbes Jahr in Kanada, habe dort gelebt und gearbeitet. Mhm. Und da war es immer üblich, bei dem Busfahrer, wenn man rausgeht, Danke zu sagen. Und das finde ich, vermisse ich tatsächlich in Deutschland, weil ich fand das immer so richtig cool, dass halt immer wieder einfach gesagt worden ist, Dankeschön. Und ich glaube, das ist halt für den Busfahrer oder Busfahrerin angenehm gewesen. Mhm. Und auch einfach mal für sich selbst, dass man halt wirklich immer jemand für die Arbeit dankt. Oder auch einfach mal im Alltag gegenseitig Danke sagen. Ja. Machst du es ja auch beim Busfahren ab und zu? Ab und zu, ja, wenn es sich ergibt. Aber tatsächlich ist es nicht so eingepflegt hier. Das ist, die gucken dich eher dann komisch an, statt dass es so aufgenommen wird. Aber ich finde es tatsächlich, könnten wir öfters mal machen. Mhm. Ja. Ja. Was ist für dich das aktuelle Unwort? Tatsächlich, ich mag so aber nicht so gerne, weil hinter einem aber kommt immer etwas, ja, du hast recht, aber. Ich finde, man kann es andersrum schreiben. Das ist total, immer wenn ich aber höre, denke ich mir so, ja gut, aber es kommt gerade noch was auf mich zu, wo ich diskutieren oder irgendwas rechtfertigen oder beweisen muss. Deswegen, das ist tatsächlich so ein Wort, wo ich immer denke, so nach einem aber kommt meistens nichts Gutes. Das heißt, erst kommt irgendwie was Positives und dann kommt aber die Einschränkung. Genauso wirkt es immer auf mich. Vielleicht habe ich in meinem Alltag oder so in meinem Leben bislang immer so damit, das damit verbunden. Okay. Ja, das wird mir so tatsächlich einfallen. Du bist in Kasachstan geboren, in einem kleinen Dorf in der Steppe, hast dort die ersten 7 Jahre deines Lebens gelebt. Du bist Nachfahrin von deutschen Siedlern, die vor langer Zeit ins Wolga-Gebiet gegangen sind. Von dort wurden viele von ihnen während dem Zweiten Weltkrieg vom Stalin-Regime dann nach Sibirien und ins heutige Kasachstan verbannt, wie auch deine Familie. Welche Erinnerungen hast du an dein Leben, an die Menschen in Kasachstan? Och, ja, also meine Erinnerungen sind sehr, sehr gering, einfach dadurch, weil ich wirklich als kleines Kind dort war. Natürlich erinnere ich mich halt einfach an das Dorf, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Das ist wirklich ein ganz kleines Dorf. Wir haben tatsächlich, also ich kenne unterschiedliche Geschichten, dass vor allem die deutsche Minderheit, die deutschen Nachfahren, die dann quasi nach Kasachstan deportiert worden sind, wir hatten auch um dem Dorf, wo ich gewohnt habe, auch ganz, ganz viele kleine deutsche Dörfer, wo wirklich nur deutsche Familien gelebt haben. Und viele verbinden
wenn ich so mich mit anderen Gleichgesinnten oder auch meinen Landsleuten unterhalte, eher negative Erfahrungen, dass sie diskriminiert worden sind, man immer wieder eben als Faschisten auch bezeichnet worden ist, einfach, dass diese Vergangenheit immer einen Teil gespielt hat. Ich persönlich muss sagen, in dem Dorf, wo ich geboren worden bin, waren wir tatsächlich ein sehr diverses Dorf. Es gab quasi Russlanddeutsche, russische Minderheit, aber auch Kasachen. Und wir haben tatsächlich sehr gut miteinander gelebt. Es war nicht, dass ich irgendwie diskriminiert worden bin. Es war wirklich, es war sehr rudimentär, es war sehr einfach. Ich meine, wir hatten Kühe, Hühner, das war halt wirklich mit einem Stall verbunden, so wie man das tatsächlich so aus der früheren Zeit kennt, Schweine. Es war einfach, aber es war sehr familiär. Es gab immer wieder, man kannte alle Kinder im Dorf, man hat zusammen gespielt, man ist zusammen aufgewachsen. Und das war wirklich eher so ein, also ich verbinde tatsächlich sehr positive Erinnerungen und ein schönes Miteinander. Also auch ein Miteinander eben über die, ich sag jetzt mal, ethnischen Zugehörigkeiten und über diese Grenzen hinweg. Ja. Genau. Tatsächlich, das Wort trifft es sehr gut. Es gab halt eben viele unterschiedliche Ethnien. Und das hat aber keine große Rolle gespielt, muss ich sagen, sondern es war wirklich ein gutes Miteinander, sondern es ging halt, ich glaube tatsächlich, je einfacher das Leben ist und je weniger die Menschen auch haben, desto stärker ist auch der Zusammenhalt gewesen. Und so ist es mir auch tatsächlich immer vorgekommen, als wir weggefahren sind, quasi der Abschied, dann ist das ganze Dorf zusammengekommen, alle sind vorbeigekommen, um Tschüss zu sagen, und dann darauf folgende Monate, als man, oder Jahre, als man mal zu Besuch dorthin geflogen ist, sind auch wieder alle zusammengekommen, wirklich das ganze Dorf, um halt nochmal Hallo zu sagen, und das finde ich, war schon, finde ich schön, also ich habe eigentlich sehr positive, gute Erinnerungen, aber auch, dass es wirklich sehr schlicht und einfach war, ohne viel. War das auch das Verbindende vielleicht? Also, dass alle, ich sag jetzt mal, Gruppierungen ein ähnliches Leben geführt haben? Genau, ja, da gab es wirklich keinen großen Unterschied. Also, es war wirklich, alle waren gefühlt gleich, alle hatten die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen, aber auch die gleichen Freuden. Und das war, glaube ich, dass das auch einen sehr stark verbunden hat. Deine Eltern haben sich ja dann entschlossen, mit dir nach Deutschland zu gehen. Das war 2001 als Spätaussiedler. Haben deine Eltern dich darauf vorbereitet? Habt ihr zu Hause darüber gesprochen im Vorfeld? Ja, der Weg nach Deutschland ist ja auch nicht so einfach, wie man das vorstellt. Okay, wir packen die Koffer, kommen rüber. Wir sind ja nach dem Bundesvertriebenengesetz. Man musste natürlich, um überhaupt eine Bewilligung zu kriegen, dass man nach Deutschland gehen kann und eben diesen Spätaussiedlerstatus kriegt, musste man auch wirklich einen Haufen an Dokumenten vorbereiten. Man musste alles nachweisen, musste die Zugehörigkeit eben zu der deutschen Minderheit vorweisen. Und da war das natürlich so, dass das auch quasi, ich glaube, bei uns fast 2 Jahre gedauert hat, bis hin, als dann endlich quasi der Bescheid kam und man dann quasi den Weg nach Deutschland auf sich genommen hat. Dementsprechend war das schon so, dass das immer Gespräch war. Ich persönlich erinnere mich nicht so stark daran, aber ich weiß, meine Schwester ist zum Beispiel 5 Jahre älter als ich, dass man dann schon angefangen hat, Deutsch zu lernen. Man hat versucht, das mehr. Meine Oma, die ist quasi überhaupt deutschsprachig aufgewachsen. Bei ihr war es so, dass sie mit meiner Oma und Opa quasi, bei ihr in der Familie wurde nur Deutsch gesprochen. Und sie hat uns, wir sind mit meiner Oma hierhin nach Deutschland gekommen, sie hat sehr gut Deutsch gesprochen und sie hat uns darauf so mehr oder weniger vorbereitet. Und daran erinnere ich mich an diese kleinen, so eher Wortfetzen. Genau. Aber meine Schwester hatte tatsächlich ein Lehrbuch, sie hat sehr intensiv gelernt und das war so die Vorbereitung. Ihr seid damals im Grenzdurchgangslager Friedland, südlich von Göttingen angekommen. Bis heute ist Friedland ja die erste Station für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die noch heute in die Bundesrepublik kommen. Wie war dein erster Eindruck von Deutschland? Ja, also Friedland ist wirklich, glaube ich, für die Russlanddeutschen was ganz Besonderes. Mit Friedland verbindet man wirklich so die Anreise, die Ankunft in Deutschland. Viele
Also kannten damals, das habe ich auch aus Geschichten gehört, Friedland war so die Hauptstadt für die Russlanddeutschen, die den ehemaligen oder SSR-Ländern gelebt haben, weil jeder kannte Friedland. Mhm. Dabei ist es ein winzig kleines Dorf. Total. Ne? Also ich bin jetzt auch Jahre später mal dort gewesen. Für mich war es so, wow, es ist doch ganz klein, weil damals habe ich es mir so, also in Erinnerung ist dieses siebenjähriges Mädchen, das war so groß. Es war so sauber. Ich erzähle immer wieder von dem Spielplatz, weil dieser Spielplatz ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich bin dann später mal, ich glaube, das war 2019, war ich das letzte Mal in Friedland, dann kam Corona und seitdem hat sich das leider nicht mehr ergeben. Und dann meinte ich so, ich glaube, das war genau dieses Spielplatz. Und jetzt wirkt das halt so klein und so schlicht. Aber damals war das für mich eine Schaukel und diese ganzen Sachen waren so toll. Und ich hab die Anspannung meiner Eltern mitbekommen. Man fühlt das als Kind. Aber ehrlich, ich war zu der Zeit super glücklich und habe eigentlich nur an Spielen gedacht. Und das war für mich alles so sauber, so groß und so ganz, ganz anders. Also wirklich so. Mhm. Anschließend ist deine Familie nach Ankum bei Osnabrück gezogen, in eine Hügellandschaft mit viel Wald. Klingt ziemlich idyllisch. Mhm. Wie war es für dich, in Ankum aufzuwachsen? Welche Erinnerungen hast du? Ja, also Ankum ist meine Heimat. Ich hatte letztens hier auf der Arbeit einen neuen Vorgesetzten und der weiß, dass ich in Kasachstan geboren worden bin. Und meinte ich so, ja, wie war dein Wochenende? Ich so, ja, ich war in der Heimat und so weiter und so fort. Und er so, ganz, ganz stille. Und dann habe ich verstanden, dass er mit Heimat für mich eben Kasachstan verbunden hat und meinte so, oh, bist du eben schnell mal rübergeflogen? Ich so, naja, so einfach geht's nicht. Ich so, nein, ich meine da, wo ich quasi aufgewachsen bin, in Ankum, meine Eltern wohnen dort, meine Schwester. Weil ich habe das halt mir immer angewöhnt, das ist nach dem Abitur, wenn man dann, also ich angefangen habe zu studieren, dann war es halt immer so, hat man immer gefragt, so ja, ja, was machst du am Wochenende? Ja, ich bin in der Heimat. Und das ist halt für mich auch total Ankum. Meine Eltern wohnen dort, meine Schwester hat auch quasi ihre Wurzeln dort geschlagen, hat jetzt 2 Kinder. Und für mich ist es halt immer wieder, wenn ich nach Ankum gehe, fahre ich nach Hause. An sich war natürlich die Zeit für mich wirklich die prägendste Zeit. Das ist da, wo ich auch quasi die meisten Lebensjahre auch verbracht habe im Vergleich zu den anderen Orten, wo ich war danach. Und ich habe die Grundschule besucht, anschließend das Gymnasium in Bersenbrück und habe dann nach dem Abitur entschieden, halt das Studium in Hannover anzunehmen. Aber ich kann jedem wärmstens empfehlen, Ankum mal zu besuchen. Wir haben wirklich ein sehr blühendes Dorf. Kleine Werbeeinlage. Ja, du hast die Schule erwähnt. Du warst ja damals 7 Jahre alt, als ihr hierher gekommen seid. Dann ging es wahrscheinlich für dich relativ schnell auch in die Schule. Wie war das so für dich, als du noch ziemlich frisch warst in Deutschland? Genau. Also nach Friedland ging es ja für uns erstmal kurz nach Nürnberg. Dann waren wir im Schwarzenbach am Wald. Im Schwarzenbach am Wald waren wir erstmal weniger als ein Jahr, bis dann mein Papa quasi einen Job in Bersenbrück gefunden hat. Mhm. Mein Papa war aber zuversichtlich, ist für eine Woche Probearbeiten hingefahren, runtergekommen, hat einen Anhänger mitgenommen, alles reingepackt, uns mit eingepackt und dann ging's los. Erstmal nach Bersenbrück, dort habe ich quasi die erste Klasse hatte ich im Schwarzenbach am Wald besucht. Da gab es viele auch Kinder wie ich, die einen Migrationshintergrund hatten, dementsprechend haben wir auch zusätzliche Förderung bekommen, Sprachförderung. Ich glaube tatsächlich, es hat bei mir ein Jahr gedauert oder vielleicht eineinhalb, ich weiß es nicht. Da habe ich das erste Mal meinen Eltern angefangen, wir waren in einem Laden und da gab es Malen nach Zahlen. Und ich habe dann angefangen zu erklären auf Deutsch, wie Malen nach Zahlen funktioniert. Ja, hier sind die Zahlen und dann hast du die Farbe dazu und dann macht man das so. Und dann habe ich das angefangen, denen auf Deutsch zu erklären und das war so der Durchbruch, wo meine Eltern gesagt haben, ja, sie kann das schon. Mhm. Das war für mich tatsächlich, ich habe spielend die Sprache gelernt. Ich hatte im Schwarzenbach damals auch, viele haben sich, oder man hält ja immer so ein Grüppchen zusammen. Bei mir war das tatsächlich so, ich hatte von Anfang an eine Freundin gefunden, Katharina heißt sie, und ich habe mich mit ihr gut angefreundet. Das war die erste Klasse. Ich weiß nicht, wie wir miteinander gesprochen haben, weil ich konnte ja noch nicht wirklich Deutsch, aber ihre Mutter hatte mich dann immer abgeholt, wir haben uns zum Spielen verabredet und wir haben mit ihr dann zusammen gespielt, sodass ich wirklich einfach so schnell zu diesem Bezug hatte und auch in dieser deutschen Familie so willkommen geheißen worden bin, so aufgenommen, und
das fiel mir dann super leicht, so dass ich quasi schon im Bersenbrück, als ich dann schon ankam, konnte ich Deutsch. Natürlich war es nicht ausgereift, ich war noch nicht perfekt. Natürlich hat die Grammatik und die Rechtschreibung, sage ich mal, noch nicht ganz gestimmt. Mhm. Aber ich konnte mich verständigen, ich konnte mich artikulieren, ich konnte dem Unterricht folgen. Mhm. Dementsprechend war das tatsächlich so durch den Kontakt eben. Und weil ich nicht nur immer in den Grüppchen war, mhm. so, man macht das halt gerne, weil man sich natürlich unsicher fühlt, man sucht Gleichgesinnte. Da war bei mir tatsächlich der Weg echt gut, dass ich immer den Bezug hatte und das sehr schnell gelernt habe. Und deswegen war das für mich schon so, dass ich ab der dritten Klasse eigentlich schon ganz gut und keine wirklich großen sprachlichen Barrieren mehr hat. Mm, mm, ja, ja, toll. Und gleichzeitig hast du ja auch, denke ich mal, in der Familie habt ihr weiter Russisch gesprochen. Ja. Spielte es irgendwann während der Schule eine Rolle, dass du ja perfekt Russisch sprichst, also Russisch als ja auch eine große Ressource, ne? Ja, tatsächlich, ich bin meinen Eltern dankbar dafür, dass sie weiterhin mit mir Russisch gesprochen haben, weil die hatten auch immer Angst, weil ich vor allem so klein war, dass ich sehr schnell die russische Sprache vergesse oder weil man das halt einfach nicht mehr spricht. Und dann natürlich im Alter das wieder zu erlernen, ist halt einfach deutlich, deutlich schwieriger. Ich habe mir dann selber das Schreiben und Lesen beigebracht mit der Hilfe von meinen Eltern. Also da war ich auch motiviert, das zu machen und sie haben es auch gefördert. Also Kyrillisch und genau, die kyrillische Sprache ist ja auch nochmal anders. Ja. Und da haben sie auch mir so diese ganzen was Erstklässler, ich habe es glaube ich tatsächlich erst so in der 6., 7. Klasse angefangen zu lernen, weil mich das total interessiert hat und meine Eltern haben das gefördert und haben stetig mit mir Russisch gesprochen und so ist es auch für mich immer wieder, wenn ich da bin, rede ich Russisch mit denen und merke auch, dass ich dadurch halt wenigstens überhaupt Russisch in meinen Alltag einbringe und das hat mir bislang auch immer einen Vorteil verschaffen. Und in meinem Auslandssemester in Moskau hatte ich damals auch andere Studenten kennengelernt, die dann wiederum auch zwar Russlanddeutsche waren, aber dann nicht mehr Russisch gesprochen haben, so aber in der Kultur und ihrer Herkunft oder in Teil ihrer Geschichte interessiert waren, dass sie halt eben sich für ein Auslandssemester zum Beispiel an der Moscow State University entschieden haben. Und dann haben die gesagt, hä, aber wieso kannst du noch so gut Russisch? Ich so, ja, hab das halt auch immer gesprochen. Die meinten so, ja, meine Mutter hat damals extra nicht mit uns Russisch gesprochen, damit wir nur Deutsch lernen. Und dadurch hat er diese Zweisprachigkeit nie so gelernt. Aber dann im Alter oder wenn man schon erwachsen war, war das Interesse da und man hat es gemerkt. Und für mich war es dann natürlich der totale Vorteil. Ich hatte nie diese Schwierigkeit, das nochmal neu zu erlernen, wenn ich das halt auch immer kannte. Du hast dich auch in der Jugend in der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland engagiert. Was habt ihr da so gemacht? Wir waren sehr stark in der politischen Bildung. Grenzüberschreitenden Maßnahmen waren zu der Zeit auch aktuell bei den grenzüberschreitenden Maßnahmen. Da gab es so ein Projekt Sprachcamps für ethnisch-kulturelle Sprachcamps in Russland, die eben für die deutsche Minderheit veranstaltet worden sind, wo du dann halt in diesen Sprachcamps Deutsch lernst. Und man konnte so als Sprachassistent dorthin reisen und mit den Kindern halt dort vor Ort Deutsch sprechen. Das habe ich auch stark mit organisiert. Jugendliche dafür quasi begeistert, die Möglichkeit gegeben, ihm als Sprachassistent nach Russland oder auch Kasachstan zu reisen. Und das war tatsächlich ein großer Teil meiner Arbeit, also wirklich eben Ehrenamtsarbeit. Und so, also ich meine jetzt inhaltlich, was war euer Ziel? Ging es also in erster Linie um, weiß ich nicht, Pflege der Kultur oder in erster Linie Jugendlichen, keine Ahnung, politische Bildung zukommen zu lassen? Also oder so, was war euer Hauptfokus? Ging es allgemein um internationale, weiß ich nicht, Völkerverständigung, Demokratie, Bildung, keine Ahnung? Tatsächlich alle Punkte davon. Ja. Also es ging alles, aber natürlich im Zuge die Interessen der Jugendlichen, der jungen Russlanddeutschen zu vertreten. Und zum Beispiel war es so, bei der Mutterorganisation war natürlich diese Identitätsfindung ein sehr großer Aspekt. Ja. Wer bin ich denn? Ich bin irgendwie dort, habe ich die Hälfte meines Lebens verbracht, bin jetzt wieder nach Deutschland. Ich war irgendwie immer Deutscher dort, bin dann wieder nach Deutschland gekommen und bin hier, werde ich als Russ oder Kasache
betitelt. Mhm. Wer bin ich denn? Das ist zum Beispiel in der Mutterorganisation bei den, bei der anderen, also nächsten Generation stärker ein Thema gewesen, mhm, als tatsächlich jetzt bei den Jugendlichen. Mhm. Ich bin ja als Kind gekommen. Ich habe mich nie die Frage gestellt, wer bin ich denn eigentlich, mhm, und zu welcher, ja, Kultur oder zu welcher Nationalität gehöre ich. Ich bin halt einfach hier in Deutschland schon aufgewachsen. Mhm. Ich bin Deutsche von Anfang an gewesen. Mhm. Immer wenn jemand fragt, bin ich tatsächlich immer Russlanddeutsche. Das sage ich auch so wirklich. Das bin halt jetzt beides. Das ist das, was mich ausmacht. Das ist quasi das, was ich bin. Und aber wir stellen uns nicht die Frage der Identität oder also wir haben auch nicht sprachliche Barrieren. Wir, mhm, sind ja schon zur Schule, wir haben ein, mhm, Studium abgeschlossen oder studieren gerade. Das sind nicht so Themen, die wirklich uns betreffen. Was, mhm, uns betrifft, ist eher wirklich, ja, wir möchten Teilhabe haben, politische Teilhabe, mhm, politische Bildung, internationale Völkerverständigung, diese grenzüberschreitenden Maßnahmen, das ist das, was uns interessiert. Man möchte ja schon wissen, woher man kommt, wie war die Geschichte dahinter, wie kann man sich mit anderen Jugendlichen vernetzen, also dieses, mhm, Vernetzen, das Interkulturelle dahinter, das ist das, mhm, was wirklich junge Menschen interessiert und anspornt, mhm, aber auch erinnerungsnaht, weil natürlich ist die russlanddeutsche Kultur, die Geschichte unserer Vorfahren, ein wichtiger Teil. Und man kennt das aus der Familie und man weiß, dass man eben diesen Migrationshintergrund hat und wie der zustande gekommen ist. Mhm. Und das in Erinnerung zu halten, ist auch super wichtig, dieser, mhm, kulturelle Aspekt. Und das ist auch all das, aber natürlich auf die Schwerpunkte der Interessen der russlanddeutschen, mhm, Jugendlichen, mhm, ausgerichtet. Du hast gesagt, so diese Identitätsfrage, das ist eher etwas, was in der Generation vielleicht deiner Eltern dann so eine Rolle gespielt hat. Migrationsforscherinnen und Forscher sagen, dass es auch viele Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler gibt, die eher dann in Deutschland unsichtbar bleiben wollen, also nicht unbedingt sofort als Russlanddeutsche identifiziert werden wollen. Würdest du das auch so mit Bezug, weiß ich nicht, auf deine Eltern oder auf diese Generation allgemein, also beobachtest du das auch? Ja, also es gibt ja immer die Generation meiner Oma. Für, mhm, die ist, glaube ich, die Identitätsfrage besonders stark gewesen, weil sie ist ja wirklich deutsch aufgewachsen. Sie hat, mhm, Deutsch in der Familie gesprochen. Dann der Weg nach Deutschland und dann wurde sie aber nicht als deutsch gesehen, wobei sie ihr Leben lang wirklich nur eine Deutsche war. Meine Mutter hat das ja natürlich schon etwas weniger gehabt, weil sie ja nicht rein deutsch erzogen worden ist. Nichtsdestotrotz war, glaube ich, für meine Eltern das die größte Herausforderung und wieso vielleicht auch diese Unsichtbarkeit. Man ist nach Deutschland gekommen, viele Qualifikationen wurden nicht anerkannt, man hatte sprachliche Barrieren. Ich finde auch bei unseren Landsleuten war immer das Hauptziel, okay, sofort arbeiten gehen. Die Kinder müssen versorgt werden, man muss wieder auf Beine kommen. Und meine Eltern haben auch andere Jobs angenommen, die nicht deren Qualifikationen entsprechen, also da, wo überhaupt keine Qualifikationen notwendig sind, sage ich mal, haben halt den erstbesten Job angenommen, haben quasi alles getan, gearbeitet und natürlich nagt es an dem Selbstvertrauen, an dem Selbstbewusstsein einer Person, wenn man natürlich gebildet, studiert war und dann am Band steht und was jetzt nicht schlecht heißt, aber das ist nicht das, wofür man quasi, so wie man sein Leben vorgestellt hat oder das, was man gelernt hat tatsächlich. Und dementsprechend glaube ich, dass es da vielleicht dieses Gefühl, ja, wir bleiben lieber unsichtbar. Wir leisten unseren Beitrag, wir arbeiten, zahlen Steuern. Die Kinder sind groß, wir haben den geschafft, eine gute Zukunft, eine stabile Grundlage zu schaffen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das deswegen diese Gefühle hervorruft und wieso viele auch sich gar nicht so politisch engagieren, nicht die Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und sich vielleicht auch in dem Bereich, ich weiß, die Mutterorganisation und wir auch die Jugendorganisation eben für diese politische Teilhabe sehr stark eingesetzt, um zu zeigen, ja, ihr habt ein Stimmrecht, ja, nutzt es und nutzt es richtig. Mhm. Wir haben mit allen demokratischen Parteien zusammengearbeitet, haben versucht, da Aufklärungsarbeit zu leisten und auch einfach Jugendliche vor allem für Politik zu begeistern, um zu sagen, ja, geht, macht, bewirkt was.
um eben, weil ihr halt auch wisst, wie es ist, einen Migrationshintergrund zu haben, ihr wisst, welche Bedürfnisse eure Eltern oder Großeltern haben, damit ihr euch halt auch dafür einsetzen könnt. Und das war tatsächlich unter vielen Landsleuten, weiß ich, dass es nicht üblich ist, sich überhaupt den gesellschaftlichen, politischen Teilhabe auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, eher so für sich. Das ist spannend. Also schon auch so als Ziel so ein gewisses Empowerment. Total. Und ja, und dieses, was du gesagt hast, also das ist ja auch, also gibt es ja auch Studien drüber, eben diese Nicht-Anerkennung von Bildungsabschlüssen, aber auch von Berufsabschlüssen, die ja bei vielen auch schon zu so einer Abwertung führt. Ne? Also jemand, der beispielsweise studiert hat und dann, sage ich jetzt mal, du hast eben das Beispiel gebracht, am Band steht, das ist ja schon auch so eine gewisse Abwertung, beziehungsweise diese Nicht-Anerkennung des Bildungsabschlusses kommt bei manchen Menschen sicherlich auch so an, dass, naja, du bist halt nicht so viel wert oder so. Ne? Also schon so eine genau. Abwertung in gewisser Weise, ja. Ich glaube tatsächlich, das beschreibt es gut. Man hat sich abgewertet gefühlt in der Gesellschaft. Man hat es auch irgendwie auch so akzeptiert. Es gibt natürlich auch viele, die sich weitergebildet haben, die diesen Weg gegangen sind. Mhm. Aber da hat es zum Beispiel bei uns oder in meiner Familie auch viel an Aufklärungsarbeit gefehlt. Also meine Eltern hätten den Sprachkurs zu Ende machen sollen bis zum Schluss und nicht sofort ins Berufsleben den erstbesten Job annehmen. Mhm. Aber da war auch einfach Aufklärung, zu wenig Information, zu wenig Möglichkeiten. Man dachte, okay, wir sind jetzt hier, wir müssen sofort arbeiten, wir müssen sofort, alles andere kommt später. Man hätte ruhig den Sprachkurs zu Ende machen können, man hätte ruhig mehr Integrations- und mehr Aufklärungsarbeit oder Aufklärung gebraucht in dem Falle, welche Möglichkeiten habe ich, meinen Abschluss anerkennen zu lassen. Wie kann ich mich, in welchen Bereichen kann ich mich denn weiterbilden? Was kommt überhaupt für mich in Frage? Und das wäre tatsächlich, ich weiß, dass es sowas gibt, aber es ist noch viel zu wenig und viel zu stark zum Beispiel in gewissen Städten konzentriert. Verständlich ist auch die meiste Bevölkerung im ländlichen Raum, findest du sowas nicht. Mhm. Aber auch da fehlt einfach auch die Kapazität wirklich. Was hat sich seit dem Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine für dich so verändert? Wirst du da häufig drauf angesprochen? Hast du vielleicht auch Familie, die betroffen ist? Tatsächlich habe ich auch Familie in der Ukraine. Die sind auch dort geblieben, tatsächlich. Die sind nicht geflüchtet. Tatsächlich jetzt momentan spüre ich das kaum. Die ersten Monate oder die ersten Wochen, als das passiert ist, war ich natürlich wie alle anderen geschockt. Aber ich hatte wirklich Angst, auf die Arbeit zu gehen. Ich hatte Urlaub. Ich bin ein paar Tage später wiedergekommen. Und ich hatte wirklich schon Sorge und Angst, auf die Arbeit zu gehen, weil ich nicht wusste, wie die Leute reagieren, weil es kam auch so ein Hass und so eine Hetze gegenüber Russen, und ich bin zwar eine Russlanddeutsche, aber wenige unterscheiden, sage ich mal, in dem Punkt und denken, ja, du kannst Russisch, also bist du Russin. Und dann habe ich mich auch immer wieder gefragt, so, wieso ist das auf einmal so und wieso werden wir auf einmal alle in diese Schublade gepackt und als Kriegsbefürworter oder Putin-Versteher gehandhabt, wobei wir doch gar nicht diesen Bezug haben. Ich hatte tatsächlich auch mit meinen Schulfreundinnen, meine Schwester war hochschwanger, die hat im April dann ihr zweites Kind bekommen. Und ich habe mich dann mit meinen Schulfreunden getroffen und die wussten, weil ich stand immer zu meiner Herkunft, russlanddeutschen Herkunft, aber das Russische, das auch ein Teil meiner Identität ist, dass ich Russisch kann, dass ich in Kasachstan geboren bin, eben, dass ich weiß, die russische Kultur eben ein Teil von mir ist, und das habe ich auch immer so gelebt als Familie. Und meine Schulfreundinnen von damals, die haben dann immer so, haben mir auch die gleichen Fragen gestellt, und ich war so traurig, dass ich mich rechtfertigen musste, und ich dachte mir so, wieso stellt ihr mir diese Fragen? Wieso bringt ihr mich jetzt in diese Rechtfertigungsposition? Denkt ihr wirklich, ich finde sowas gut? Denkt ihr wirklich, ich unterstütze das? Alle waren mit der Situation überfordert, aber sie brauchten ein Ventil, und du hast halt eben dieses irgendwie Russlanddeutsche, also dieses Russische in dir, und dann haben die Menschen versucht, das irgendwie zu projizieren, aber das ist nicht richtig. Das ist nicht in Ordnung. Genau. Das ist auch so, ja. Und das sind halt quasi Mikroaggressivitäten. Man sagt das ja auch im Bereich der Diversität, wenn man natürlich eben ein
Migrationshintergrund. Manche machen Witze über so Kleinigkeiten, aber es sind immer so kleine Mückenstiche quasi, die dann so Mikroaggressivität nennt man das. Die Menschen, die betroffen sind, die trifft es, auch wenn sie es nicht sofort nach außen zeigen. Ich kenne auch viele Türken, habe ich im Freundeskreis, die auch immer wieder sagen müssen, sind sie für Erdogan oder nicht. Ich meine, was ist das für eine Frage? So fragt ja auch mich zum Beispiel, für wen ich bin. Nein, wieso denn dann so, ne? Und vielleicht muss man es halt einfach immer wieder hinterfragen und immer wieder sich selber für das Thema Diversität quasi sensibilisieren und auch gucken, welche Fragen, welche Aussagen, welche Witze sind angemessen und welche nicht. Ja, vielleicht auch mal versuchen, sich in die andere Person reinzuversetzen und sich zu überlegen, wie man sich selber fühlen würde, ne, wenn man so konfrontiert wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieser Vergleich hinkt, aber letzten Endes hat man dich ja da auch in so eine Art Identitätskonflikt gebracht. Ähnlich wie vielleicht bei der Generation deiner Eltern oder deiner Großeltern, was ja häufig so auf den Punkt gebracht wurde, dort waren wir die Deutschen oder vielleicht sogar schlimmer noch die Faschisten, hier sind wir die Russen. Also das ist ja, glaube ich, was, worunter du selbst jetzt nicht so gelitten hast, ne? Oder? Nee, gar nicht. Also tatsächlich bis zu dem Angriffskrieg gar nicht. Also ich habe mir nie die Frage so bewusst gestellt. In meinem Ehrenamt habe ich Vorträge gehalten und dann habe ich immer die Frage bekommen, ja, wie fühlst du dich? Deutsch oder Russisch? Habe ich immer gesagt, so, ich bin eine Russlanddeutsche. Ganz einfach, was hinter dem Begriff auch steckt. Ich habe deutsche Vorfahren, die damals nach Russland ausgewandert sind und wir sind wieder nach dem Bundesvertriebenengesetz zurück in unsere historische Heimat Deutschland zurückgekehrt. So. Und ich habe halt eben quasi die russische und die deutsche Kultur in mir. Und ich habe mich halt nie, außer im Ehrenamt, dass solche Fragen gestellt worden ist, habe ich mich nie damit beschäftigt tatsächlich. Ich habe es einfach gelebt und habe einfach beide Kulturen so akzeptiert als Teil meiner selbst. Und auf einmal mit dem Angriffskrieg, auf einmal kommen solche Fragen und das schon in meinem Erwachsenenalter. Ich kann das reflektieren, ich kann das analysieren, ich kann das hinterfragen und ich kann für mich bewusste Grenzen ziehen. Aber und als ich gehört habe, dass gewisse Kinder in der Schule deswegen diskriminiert worden bin, dann bin ich wirklich sehr aufgebracht gewesen, weil ich gedacht habe, als Kind hätte ich das nicht meistern können, wie ich das jetzt habe. Aber ich habe natürlich jetzt schon gewiss nicht so viel, aber ich habe Lebenserfahrung. Ich habe mich mit mir selbst schon genug beschäftigt, was meine Herkunft betrifft. An sich mit diesem Thema hatte ich wirklich sehr viel schon zu tun. Ich kann das beurteilen, ich kann eine gewisse Grenze ziehen, aber können das Kinder? Und da finde ich auch, dass manche Pädagogen nicht richtig gehandelt haben. Das ist tatsächlich das, was mich sehr geärgert hat und ich auch hoffe, dass das mittlerweile auch nicht mehr so ein Thema ist wie quasi. Was ist deine Vision von der Einwanderungsgesellschaft in Deutschland? Deutschland versucht immer ein Einwanderungsland zu sein. Ja, sind wir zum Teil. Ja, wir haben auch gute Erfolgsgeschichten. Nichtsdestotrotz gibt es noch immer Barrieren. Wir müssen Integration bewusst leben, bewusst ansteuern und auch weiterhin sehr viel darüber aufklären, damit halt die Gesellschaft auch weiter diverser wird und diese Diversität akzeptiert und ist nicht nur Migrationshintergrund oder Einwanderung mit Diversität gemeint, also die kulturelle Diversität, sondern halt auch einfach andere Schichten, also Bevölkerungsgruppen. Also auch genau, also auch sozial, also man spricht ja von Klassismus, also genau, dass es nicht zu einer Diskriminierung von, ich sage jetzt mal, der Arbeiterklasse oder Arbeiterschicht kommt. Genau. Und, ja. Auch in der Hinsicht muss man einfach viel arbeiten und auch Rahmenbedingungen schaffen. Ich meine, wir haben wirklich gute Rahmenbedingungen in Deutschland. Ich konnte ja auch studieren und mich hocharbeiten. Meine Eltern haben damals gesagt, bitte geh studieren, wir werden das hinkriegen, ob kriegst du BAföG? Ja, nein, das stand alles unter Frage. Man kannte sich da auch nicht wirklich aus. Meine Eltern konnten mich nicht so, sag ich mal, in meinem Studium, in der Wahl, in den ganzen bürokratischen Angelegenheiten unterstützen, weil sie sich einfach auch nicht damit auskannten. Aber ich war auch schon erwachsen genug, finde ich, um das selber managen zu können. Aber denen war es einfach wichtig. Die haben einfach immer gesagt, bitte geh studieren, mach was draus. Und
manche Eltern trauen sich vielleicht nicht oder wissen gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Bildungsgerechtigkeit ist da sicherlich auch ein wichtiger Punkt, ne? Also dass es einfach viele Hürden gibt für Kinder aus Einwanderungsfamilien. Genau, in kaum einem anderen Land ist die der Bildungserfolg so abhängig vom Elternhaus. Ja, total. Ja, also eine relativ neue Studie, genau, die das belegt. Meine Mutter hat damals zum Beispiel sehr stark dafür gekämpft, dass ich aufs Gymnasium gehe. Meine Grundschullehrerin hat mich da wirklich vollkommen diskriminiert. Ich hatte einen Durchschnitt, der eine Gymnasialempfehlung gleicht. Alle haben mit dem Durchschnitt eine Gymnasiumempfehlung bekommen. Ich habe eine Realschulempfehlung bekommen. Wieso eigentlich? Ja, das ist viel zu schwer für sie. Sie kann ja noch nicht so gut Deutsch. Okay. Für mich war es eh gut, oh, ich gehe nicht in die Hauptschule, weil viele Russlanddeutsche waren auf der Hauptschule. Und man ist dann sofort in diesen Grüppchen, auf diesen absteigenden Ast. Okay, Realschule, 5. Klasse, Valerie war total unterfordert, ne? Das hat meine Mutter sofort gemerkt. Also ich war wirklich, das war für mich alles so, ja, gut, ne, lerne ich schnell, mache ich schnell. Es war wirklich nicht unbedingt herausfordernd für mich. Und dann hat meine Mutter sich eingesetzt und dann in der Realschule meine Lehrerin, die hat sich dafür eingesetzt. Sie hat meiner Mutter zugehört und dann gesagt, ja. Und sie haben auch wirklich sofort eine Gymnasialempfehlung abgegeben, haben mich wirklich dazu motiviert, auch ermutigt, diesen Schritt zu gehen, auch keine Angst zu haben vom Gymnasium. Ich war tatsächlich, glaube ich, wir waren zu zweit mit einem Migrationshintergrund. Und also hätte da meine Mutter nicht so stark dafür gekämpft und mich ermutigt, da wäre es auch alles anders gelaufen. Und hätten sie mich nicht für ein Studium so wirklich Zuversicht mir gegeben, hätte ich vielleicht auch einen anderen Weg eingeschlagen, der eher üblich war für Leute wie mich. Also viele haben dann einfach eine Ausbildung gemacht, sind in dem gleichen Dorf geblieben oder sind halt eher, also haben vielleicht eben den Weg gewählt, der einfach so gängig war. Und da muss ich sagen, ja, diese Bildungsgerechtigkeit ist ein gutes Wort. Habe ich tatsächlich auch nie so drüber nachgedacht. Aber das muss durchbrochen werden. Bildung ist der Schlüssel für alles. Und ich denke, dass Deutschland wirklich ein gutes Bildungssystem hat oder auch gute Bildungschancen. Aber diese Chancen müssen wirklich für alle zugänglich gemacht werden. Ja. Und was machst du beruflich jetzt? Also ich bin jetzt Teamleitung, ich arbeite für einen Entwicklungsdienstleister. Ich habe unterschiedliche Projekte, Entwicklungsprojekte im Bereich Software-Testing, Software-Architektur, Software-Modellierung. Ich bin wirklich als Projektkoordinatorin gestartet, habe mich dann quasi hochgearbeitet als Projektmanager, habe lange Zeit für unsere Großprojekte die kaufmännische Projektleitung gemacht, habe nebenbei viele Standortthemen übernommen. War wirklich immer projektübergreifend tätig, wurde jetzt letztes Jahr befördert als Teamleitung. Ich darf ein komplett neues Team bei uns im Unternehmen aufbauen. Und da ist auch total ein Thema bei uns Diversität. Also total, also unser Konzern lebt es, also unsere Mutterorganisation. Aber auch bei uns ist es super wichtig, die Diversität. Ich habe viele Kollegen aus unterschiedlichen kulturellen Kreisen, sei es Libanon, sei es Türkei, sei es auch hier EU-Ausland, Polen, Spanien. Das ist halt wirklich sehr divers bei uns. Und das ist auch gut so. Und unsere Führungskräfte, unser oberes Management schätzt es, weiß es, was Diversität bedeutet, wie gut Diversität ist, vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Und das, finde ich, sollte man auch als Gesellschaft als eine Bereicherung sehen. Und das kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Also das heißt, du hast da eine ziemlich rasante Entwicklung hingelegt und diese Lehrerin damals, die dir nur die Realschulempfehlung gegeben hat, die würde wahrscheinlich ziemlich staunen. Ja, sie hat schon damals gestaunt. Ich hatte dann immer quasi dort daneben in der Grundschule hatten wir unsere Sporthalle, wo auch immer mein Ballett- und Tanzkurse stattgefunden haben. Und irgendwann mal gab es ein Elternabend und sie war länger da. Und ich bin bei ihr vorbeigegangen und habe ihr dann gesagt, so, ja, ich bin jetzt auf dem Gymnasium. Die so, oh ja. Und dann meinte ich so, und ich habe schon den und den Durchschnitt, das war ein guter Bereich und so. Das war so, glaube ich, 2.0 oder so. Und dann meinte sie so, oh, okay.
Und es fiel mir wirklich schwer. Also wirklich wäre ich sofort in die 5. Klasse gekommen, hätte es mir viele Tränen, viel Leid und viel Kummer erspart tatsächlich. Mhm. Weil es ist super schwierig, ein Kind aus einer gewohnten Umgebung, aus einer gewohnten Klasse klar. rauszureißen in eine total neu integrierte. Die Klasse war ja. schon seit einem Jahr zugange. Klar. Mhm. Dann kommst du wieder als Außenseiter, also jemand mhm. Neues dazu, musst erstmal die Schwierigkeit des Stoffes nachholen. Ich war mhm. zum Beispiel, ich habe mich immer auf ägyptische Kultur oder ägyptische mhm. Geschichte gefreut. Toll, Realschule hat man es noch nicht behandelt, Gymnasium mhm. war schon fertig damit. Ja. Total schade. ja. Also war es total natürlich vom Stoff her, vom Wissen her, das mir gefehlt hat, was ich nachholen musste. Zusätzliche Belastung natürlich, zusätzlich Stress, natürlich ein schon total formierte Gruppen. Klar, ja. Freundeskreise, mm. muss man sich wieder neu zurechtfinden. Mm. Ey, das hätte mir auch alles erspart bleiben können. Wirklich, mm. hätte ich auch drauf verzichten können, auf die Erfahrung. Aber, ja. aber jede Erfahrung macht ja einen weiser und schlauer. Also sehe ich es als eine Bereicherung ja. doch an. Mm. Ja, und das habe ich ihr dann erzählt. Und ihre Antwort war, oh ja, das ist immer so super schwierig, das einzuschätzen. Und dann habe ich ja. mir wirklich so gedacht, jetzt, in der Zeit wollte ich einfach nur beweisen, guck mal, ich habe es geschafft. Mhm. Jetzt denke ich mir, es ist wichtig, auch unter den Lehrkräften, die Lehrkräfte zu sensibilisieren für mhm. Diversität, für unterschiedliche Ethnien, Migrationshintergründe, mhm. dass sie vielleicht da, also jeder Mensch hat ja, bedient sich Stereotypen und Vorurteilen. Mhm. Wichtig ist nur, dass das nicht Oberhand gewinnt ja. und man sich dessen bewusst ist. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob das in dem Fall sinnvoll gewesen wäre, wenn man da vielleicht weniger vorurteilsfrei handelt, weil das ist ein totales Vorurteil. Ja, mhm. sie kann ja nicht so gut Deutsch, sie wird es zu schwer haben auf dem Gymnasium. Ich hätte immer jederzeit vom Gymnasium fliegen können. Hätte ich es trotzdem leichter gehabt, so, ja. Als den Weg nochmal hochzusteigen. Mhm. Da hätte ich mich tatsächlich, ich hoffe, dass das eine Lehre war oder hoffentlich hat man daraus gelernt. Mhm. Wenn es mal vielleicht Lehrer den Podcast hören, bitte an der Stelle halt einfach mal sich selber hinterfragen, wieso gibt man die und die Empfehlung ab? Auf welchen Kriterien? Mhm. Sprache mhm. oder sprachliche Barriere ist kein Kriterium, dass das Kind quasi eine gewisse andere Empfehlung auszusprechen. Absolut, ja. Es ist wichtig, dann auch immer wirklich auf das einzelne Kind zu gucken und nicht zu sagen, ja, na, so wie du sagst, nach Stereotypen zu urteilen. Und genau. habe ich immer schon so gemacht und ja. Genau. Vielen Dank, Valerie, für das Gespräch. Ja, und klasse. Super. Ich bedanke mich auch. War super interessant. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit Valerie Cholodow, die sich übrigens in verschiedenen Kampagnen des Bündnisses Niedersachsen Pakt an ehrenamtlich engagiert hat. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.